nicht das, was ich... ist nicht das, was ich gucken möchte, was ich suche. Nein, nein. Okay, hier ist auf jeden Fall diese... diese komische Sondertruhe. Wodurch man Begleiter und Reittiere zufällig kriegt. Die größere Frage ist, wie bekomme ich 20.000 zusammen? Wie? Wie? Wie bekomme ich 20.000? Wie mache ich das? Wie komme ich an so viel Taler? Pro Jahre für. Weil man kriegt man die dann nicht auch hier? Nee, oder? Nee, 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 nee. Okay. Hier hab ich gesagt. Doch da. Der Stufenstab. Gehen, Guys. Ich hab ein Problem. Ich muss auf jeden Fall hier irgendwie das mit diesen Stadtzulassenden machen. Bruch Geld. Und diese Taler. Geht sofort weiter. Ivo Taler. Ganz dringend. Weiß auch nicht, wer so blöd war, die auszugeben. Ich hatte 20.000. Na gut, 10.000 hatte ich, glaube ich. Oder 15.000? Ich weiß nicht genau. Kann ich die überhaupt gerade annehmen? Oder ist mein Repertoire daran schon voll? Antilopengulasch. Kupfererz. Ach, hier. Ich kann nicht die Dinge eintauschen.
Okay, die wollte ich gern behalten. Na gut, das Ding kann von mir aus. Na gut, ich brauche sie auch noch für den Tänzer, ne? Oder Bade und Tänzer sollte ich bei. Würde ich erstmal noch behalten. Ach du grüne Neuner. Wird mal etwas Glock und Diablo zocken. Mach das und viel Spaß! Ich versuche hier gerade bisschen Taler zu machen. Wir brauchen ja nur 20.000. Na gut, das kann ich tatsächlich alles hier weggeben. Stufe 87. Glückwunsch! Ich stehe kurz vor der 85, aber. Ich versuche gerade 20.000 Staatsdollar zusammenzukriegen. Frag einfach nicht. Einfach nicht fragen. Hab's gleich. Ja, ich hab's. Siehst du gleich. Wenn ich jetzt nicht genug habe, ne? Wenn ich jetzt nicht genug. Nee, oder waren es 200.000? Nee, man kann nur 50.000 haben, ne? Oh Gott. Wenn ich jetzt falsch geguckt habe. Ah! Okay, gut. Dann waren es 20.000. Oh Gott sei Dank. Dann müsste ich jetzt genug haben. Oh Gott. Ich glaube, dann hätte ich dann noch 3 Stunden sitzen können. Halt. Aber ich glaube, es geht erst, wenn ich hier den Rang fertig habe, ne? Das heißt, ich muss mich morgen mal ransetzen. Ja. Das ist dann der Rang hier, glaube ich, oder der? Ne, der Rang. Gut. Gut. Das muss ich nochmal machen, um den Rang zu erhöhen. Was war das? Das ist aber dann reicht noch nicht, um dann. Ja, was muss ich denn nochmal machen? Wo erfahre ich nochmal, was ich brauche, um befördert zu werden? Nee, verrate ich noch nicht. Ich will erstmal nur wissen, wie ich es schaffe, befördert zu werden. Was muss ich denn dafür nochmal tun? Wo finde ich das denn nochmal heraus? ich bin zweite Schlangenpriesterin. Und ich würde gerne erleuchtete Schlangenpriesterin werden. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich jetzt hochsteige. Weil ich dachte, das erfährt man hier irgendwie, wenn man mit den Leuten quatscht. Also mit dem hier. Das reicht noch nicht, um meine Beförderung in Betracht zu ziehen. Der sagt mir einfach nur, dass es nicht geht. Hat er nicht früher auch mal gesagt, was ich dafür tun muss? Oder täuscht er mich da gerade komplett? Die hat einfach immer nur Glück. Warte mal. Ich muss auf jeden Fall hier noch ein bisschen was machen. Das wäre das erste Schlangenpriester, musst du, glaube ich, mit den NPCs eh nicht laufen. Und wie laufe ich mit NPCs Innis?
Meinst du das ab dem 70er, wo man da in Shadowbringers das machen kann? Und links die Tür. Ja. Aber hier kann ich doch gar keine Nies laufen. Hier habe ich das schon alles mögliche ausprobiert. Hat doch nie irgendwas geklappt. Wollen nicht die Mission anvertrauen. Ja, und nun? Ich habe bis jetzt nicht herausgefunden, wie man hier in läuft mit NPCs. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass ich die losschicken kann, aber da kann ich ja immer noch nicht mitlaufen. Oder geht es einfach nur, dass ich die allein losschicke? Weil ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich weiß halt nur, dass ich die losschicken kann und dann sind sie da irgendwie unterwegs und ich kann hier Bewerbung schreiben annehmen und ne? Mehr weiß ich gerade nicht, was ich hier tun könnte. Dachchen. Ausbildungsplan. Ich habe nur eine Heilerin. Läuft. Huch. Vielleicht sollte ich auch mal gucken, dass ich... Ah! Vielleicht sollte ich auch mal gucken, dass ich noch eine zweite Heilerin noch mal reinkriege, ne? Oh, rein theoretisch. Ich weiß nicht, wie weit das alles nötig ist, aber... Das schon. Dessen. Ja. Perfekt. Nein. Okay. Gut. Geh ich erstmal wieder raus. Weil die gerade eh keine Gaben. Krile, hi. Willkommen zurück. Ich habe mir ja solche Sorgen gemacht. Wobei ich zugeben muss, dass ich wahrscheinlich auch die ein oder andere Sorgenfalte zu verantworten habe. Tut mir wirklich leid. Die gute Nachricht ist, dass es mir schon viel besser geht, die ich nicht mehr ans Bett gebunden bin. An dem Tag, als ihr in den Turm von Barbie eingedrungen seid, hat mich Heidelin erneut gerufen. Ihr Flehen war schwach und verzweifelt. Ich wusste, sie brauchte meinen Körper erneut, um ihren Willen zu manifestieren, also habe ich mich ihr geöffnet. Was danach geschah, war wie ein Traum. Mein Körper flog durch den Äther nach Galamal zum Turm Babel.
Als ich wieder zu mir kam, lag ich am Ende meiner Kräfte unter dem Erfrierungstod nahe im Schnee. Ich war so schwach, dass ich nur noch da liegen und lachen konnte. Für einen kurzen Moment verstand ich, wie Raha sich gefühlt haben muss, als er sich total verausgabt hatte. Aber das ist ja alles Schnee von gestern. Ich bin froh, dass es dir gelungen ist, Zodiac aufzuhalten. Jetzt musst du mir aber genau erzählen, was sich da oben auf dem Mond alles zugetragen hat. Ah, entschuldige, mein Übereifer. Wir sollten besser noch auf die anderen warten. Sonst musst du alles zweimal erzählen. Wenn du schon mal im Hauptsaal gehen würdest, ich folge dir und dann können wir alle gemeinsam willkommen heißen. Anscheinend musst du deine Leute auf mehr Missionen schicken. Trainieren, dann kannst du mit ihnen laufen. Noch mehr? Okay. Ja, warte, dann mach ich das einmal schnell. Wartet ja nicht. Wenn ich das halt wirklich erst als nächstes machen muss. Boah. Das kann sich dann ja nur um Stunden handeln. Also um Jahre. Ich hab die doch schon so oft losgeschickt. Du bist doch schon langsam fertig sein. Fertig, müde und kaputt und ausgelaugt. In 59 Minuten, okay. Und kann ich jetzt hier noch? Halt doch einmal hier. Achso. Okay. Dann nicht. Dann lasse ich sie erstmal ausbilden. Naja, okay. Warum nicht? Ich muss auf jeden Fall jetzt gleich einmal kurz mit dem Hund raus. Jetzt kriege ich Hundi noch die Krise. Ihr seid ja schon alle hier. Entschuldigt, dass ich euch habe warten lassen. Wir sind auch gerade erst angetroffen. Und du hattest ja in Garlem halt alle Hände voll damit zu tun, die Besessenen zu heilen. Was ist mit Orion G? Wird er unserer Versammlung heute nicht beiwohnen?
Nö, der macht doch eine Mondwanderung. Ah. Oh Gott. Krampf. Krampf im Bein. Er hat gerade andere Verpflichtungen, aber davon berichten euch besser Aldaria selbst. Bei den 12, die Apokalypse. Apokalypse Now. Und wir sollen auf den Mond fliehen? Was wird dann aus dem Gestirn und den Splittern? Ja, das ist auch ein Problem. Ich glaube, keiner von uns ist bereit, unseren Planeten einfach seinem Schicksal zu überlassen. Ich fürchte, ich für meinen Teil werde jedenfalls nicht den Schwanz einziehen und davon rennen. Das ist meine Heimat und dafür werde ich kämpfen. Allerdings habe ich keine Ahnung, gegen wen oder was ich meine Lanze führen soll. Was können wir überhaupt tun? Offen gestanden haben wir im Moment keinerlei Antworten auf diese Fragen. Wenn die Astralströme des Planeten schwächer wären, so wie es einst in Amaurot geschah, dann müsste man irgendwann den Äther des gesamten Gestirns manipulieren. Die Ashians jedenfalls verfolgen diese Strategie und beschwören Zodiac. Allerdings auf Kosten der Hälfte ihres Volkes. Eine Option, die wir nicht ernsthaft in Betracht ziehen können oder wollen. Damit bleibt uns nur die Suche nach dem tatsächlichen Auslöser der letzten Tage. Etwas, das selbst den schier allwissenden Ashians nicht gelang. Leider haben wir auch keinen Hinweis im Malamentorum gefunden, die auch nur den Ansatz einer Erklärung böten. Und doch gibt es noch vieles, was wir nicht über die Apokalypse wissen. Zum Beispiel hieß es, dass bei den Ashians die Schöpfungsmagie außer Kontrolle geraten sei. Aber wir verfügen heute überhaupt nicht über solche Fähigkeiten. Damit besteht die Frage, wie sich der Weltuntergang diesmal äußern wird. Wenn wir das wüssten, können wir vielleicht Rückschlüsse zu früheren Ereignissen ziehen und hätten wenigstens eine Spur. Vielleicht kann der Rat der Philosophen uns weiterhelfen. Sie haben lange Zeit im Geheimen mit dem Lupuri zusammengearbeitet. Und ich sehe keinen Grund mehr, warum sie uns jetzt noch Informationen vorenthalten sollten. Verzeiht die Störung, es gibt wichtige Neuigkeiten. Der Rat hat seine große Versammlung der Bürger Schalajans vor dem Forum einberufen. Wir wollen irgendwas Bedeutsames verkünden. Was hat Vater jetzt vor? Das sollten wir uns besser anschauen. Oh. Bürgerinnen und Bürger Schalajans. Hört mich an. Zunächst einmal möchte ich im Namen des Rates dafür danken, dass ihr euch hier so zahlreich versammelt habt. Was wir heute zu verkünden haben, ist für die Zukunft Schalajans, ja, sogar für die Zukunft des ganzen Planeten von großer Bedeutung. Auch deshalb greifen wir nun auf den Brauch unserer Vorväter zurück und richten uns mit dieser Ansprache an unser Volk. Bebe Luna. Wie viele von euch sicher wissen, ist die Welt außerhalb unserer Grenzen in Aufruhr. Und im Zentrum des Chaos steht eine Gruppierung, die sich Teloforoi nennt. Normalerweise würden die Streitigkeiten ferner Länder dem Rat wenig Sorge bereiten. Doch uns ist zu Ohren gekommen, dass jene Teloforoi die Apokalypse proklamiert haben. Eine Wortwahl, die uns alarmiert. Denn vor langer Zeit wurde uns eine Prophezeiung zugetragen.
ein Tag wird kommen, an dem die Boten des Weltuntergangs sich zu erkennen geben. Und in ihrem Namen soll Krieg und Chaos auf der Welt entbrennen. Und die Apokalypse soll alles Leben auf dem Gestirn verschlingen. Davon höre ich zum ersten Mal. Welch fürchterliches Omen! Ist das wirklich das Ende aller Tage? Werte Bürgerinnen und Bürger, all eure Fragen sollen umgehend geklärt werden. Doch vorerst gilt es, ein altes Schweigegelübde aufzuheben. Das, was unsere Worte bindet, soll sich lösen. Die Ketten des Schweigens gebrochen, das Band der Stille durchschnitten. Endlich können wir uns von der Last dieses Geheimnisses befreien. Wenn ihr die Ehre hättet. Gewiss. Es liegt nunmehr rund 270 Jahre zurück, als unsere Vorfahren im dravanischen Hinterland den Sternengrund erforschten. Soweit dürften die geschichtlichen Ereignisse den meisten hier bekannt sein. Doch was wir dort entdeckten, war bis zum heutigen Tage ein wohlbehütetes Geheimnis des Rates. Inmitten ihrer Studien trafen unsere Vorfahren auf den Willen des Gestirns, auf Eidelin. Sie selbst war es, die uns jene Prophezeiung übermittelte. Sie warnte uns vor einer Katastrophe, deren Eintreten das Ende des Gestirns bedeuten würde. Und sie offenbarte uns zugleich einen rettenden Ausweg. Unser Mond, der Nacht für Nacht an unserem Himmel prangt, ist in Wahrheit ein gewaltiges Schiff. Diese Arche wird alles Leben unseres Planeten bis zu einem weit entfernten Stern bringen, wo wir schließlich eine neue Heimat gründen werden. So wie uns einst Newtkrebs Rettung vor der Flut der sechsten Katastrophe bewahrte, so soll uns der Mond auch vor diesem Unheil behüten. Tatsächlich befinden sich auf der Mondoberfläche bereits Heidelins treue Helfer, mit denen der Rat all die Jahre über in Kontakt stand. Und weil wir die Warnung jener Prophezeiung ernst nehmen, sah sich der Rat verpflichtet, unser Land in Taliax-Sinn zu formen, das Erbe dieser Welt zu sammeln, um es dereinst mit auf den Mond zu nehmen. Warum lüftet ihr dieses Geheimnis ausgerechnet jetzt? Heißt das etwa, dass die Welt bald untergeht? Überhaupt keine Panik machen, ne? Wir haben kürzlich eine Nachricht von den Helfern Heidelins erhalten. Ich fürchte, das Ende dieses Planeten ist in der Tat nah. Mhm. Und deshalb werden wir unverzüglich mit der Evakuierung, dem großen Exodus von diesem Planeten beginnen. Ja, aber nur ihr, ne? Nicht die anderen, nur ihr. Die konkrete Planung für diese einmalige Operation liegt in den fähigen Händen des Ratsmitglieds Leveilleur. Dam, dam, dam. Verehrte Söhne und Töchter des Wissens, weise Landsleute, eine bislang nie dagewesene Gefahr droht, Chaos in diese Welt zu säen. Und gerade deshalb liegt es an uns Scharlajanern, mit kühlem Kopf und entschlossenen Schrittes die Rettung dieser Welt voranzutreiben. Wer könnte besser gewappnet sein als wir? Unsere Weisheit war schon jeher das Licht, das uns den Weg durch die Dunkelheit gewiesen hat. Wir alle werden in die Fußstapfen Jungkrebs treten und als Pioniere in eine neue Welt aufbrechen. Und mögen die Wellen noch so hoch schlagen, die Winde noch so stürmisch sein, am Ende erwartet uns alle ein neues Zeitalter.
Die genauen Maßnahmen und Notfallpläne werden in Kürze von den entsprechenden Institutionen und Behörden bekannt gegeben. Vorerst möchten wir unsere verehrten Bürgerinnen und Bürger darum bitten, ihre Arbeit wie gewohnt fortzusetzen und den Rat bei ihren bevorstehenden Aufgaben zu unterstützen. Vielen Dank. Die heutige Versammlung wäre damit beendet. Alfino, erinnerst du dich daran, was uns Mutter über Vater gesagt hat? Dass er nach unserer Geburt plötzlich all seine Energien in die Arbeit des Rates steckte? Wenn er das alles getan hat, um diese Pläne voranzutreiben, dann hatte er von Anfang an nur... Ja, so sieht es wohl aus. Würdest du hier einen Moment warten? Ich möchte kurz mit meinem Vater sprechen. Ich hoffe, ihr redet schnell. Ich muss mit Wurz hier raus. Danke. Wird schon schief gehen. Das macht Wurz ins Haus. Ich komme selbstverständlich auch mit. Ich habe ihm auch das eine oder andere zu sagen. Was ist? Seid ihr hier, um uns den Exodus auszureden? Nein, wir haben keine Einwände gegen die Pläne des Rates. Alle, die Zuflucht auf dem Mond finden möchten, sollen sicher evakuiert werden. Tatsächlich ist Orianger dort zurückgeblieben, um zusammen mit unseren gemeinsamen Freunden sicherzustellen, dass alles bereit ist, wenn die Flucht unausweichlich wird. Und was habt ihr vor? Auch wenn wir nicht über die geballte Weisheit Shalayans verfügen, haben wir doch auf unseren Reisen zahllose Völker und Zivilisationen kennengelernt. Was wir dort gesehen und erlebt haben, lässt sich in keinem Buch und auf keiner Karte festhalten. Sie sind eins mit dem Gestirn, untrennbar verwoben mit diesem Planeten. Nicht wenige von ihnen würden ihr Leben opfern, um das Land ihrer Vorväter und ihre Kultur zu beschützen. Aber das ist nicht alles. Wir haben Freunde, für die die ausgestreckte Hand Shalayans unerreichbar ist. Freunde, die der Apokalypse hilflos ausgeliefert sind. Kein Mond steht für sie bereit, auf den sie fliehen könnten. Deshalb kann es für uns nur eine Lösung geben. Für diese Völker und für unsere Freunde werden wir Seite an Seite weiterkämpfen. Sei es mit der Macht unserer Stimme, sei es mit der Macht des Schwertes. Wir erwarten nicht, dass du unsere Entscheidung verstehst, Vater. Aber wenn du doch nur erkennen könntest, dass auch wir Gutes tun. Wir sind keine kleinen Kinder mehr, die deines Schutzes bedürfen. Wir halten deinen Weg der Friedfertigkeit für ehrbar. Aber wir glauben auch daran, dass es einen anderen Weg geben muss, die nahende Katastrophe aufzuhalten. Und wir werden ihn finden. Du wirst schon sehen. Tut, was ihr für richtig haltet. Aber kommt uns nicht in die Quere. Und der Preis für den Vater des Jahres geht an. Es sieht so aus, als wäre euer Gespräch gut gelaufen. Wäre euer Vater nicht so verdammt stur. Ich glaube, er würde euch beiden sagen, wie stolz er auf euch ist. Ihr habt offenbar Eindruck gemacht. Jetzt müsst ihr euren Worten nur noch Taten folgen lassen. Mhm. Keine Sorge. Solange es Leute gibt, die an die Zukunft dieses Gestirns glauben, werden wir uns mit aller Macht gegen die Apokalypse stemmen. Leute, könntet ihr ein bisschen schneller reden? Dann sollten wir noch einmal Kraft schöpfen. Wir haben alle einen ziemlichen Gewaltmarsch hinter uns.
Vor allem du warst wieder unermüdlich. Vom Kampf gegen Zodiac ganz zu schweigen. Gönn dir doch eine Pause, falls du das überhaupt kannst. Ich glaube, ich habe dich noch nie stillstehen sehen. Also dann, kehren wir zurück zum Annex und schöpfen neue Kraft für die Kämpfe von morgen.